Wo kommt das denn her? Guten Morgen, Caillou. Oh, du bist ja wach. Wir wollen Oma besuchen. Mama, schau mal. Oh, was ist das? Das ist ein Ausschlag, Caillou. Ausschlag? Oh nein, warum habe ich den denn? Ich weiß nicht, Caillou. Aber wir müssen es herausfinden, bevor wir zu Oma gehen. Warum? Nun, wenn wir nicht wissen, warum du den Ausschlag hast, dann könnte Oma ihn möglicherweise auch bekommen. Das wollen wir nicht. Okay. Mal sehen. Was könntest du gestern getan haben, das dir einen Ausschlag gegeben haben könnte? Weißt du noch, was du gemacht hast? Ja, Papa und ich waren im Park. Papa, kann ich eine Limo haben? Mhm. Wir haben Limo gekauft. Entschuldigung? Ups. Die war echt lecker. Ah! Oh? Dann habe ich sie verschüttet. War es vielleicht die Limonade? Das glaube ich nicht, Caillou. Du hast schon viele Limos getrunken. Was habt ihr danach gemacht? Ich habe einen lieben Hund kennengelernt, der mich abgeleckt hat. Mama, vielleicht war es der Hund? Deinem Gesicht geht's doch gut. Denk weiter. Wohin bist du dann? Ich habe mit Teddy gespielt. Wir hatten viel Spaß. Bereit zum Abflug, Captain Teddy? Dann landete Teddy im Gebüsch. Es ging ihm aber gut und ich rettete ihn. Mit ihm in meinem T-Shirt sind wir nach Hause geflogen. Oh, Caillou. Vielleicht ist Teddy im Gift-Efeu gelandet und der ist dann auf deinen Bauch gekommen. Giftig? Oh nein! Alles gut. Das ist ja nur der Name der Pflanze. Dir geht's gut. Mit einem warmen Bad geht es dir gleich viel besser. Nun gut, Caillou. Wir müssen los. Teddy. So gut wie neu. Können wir jetzt zu Oma fahren? Ich bin gesund. Ich glaube nicht, Caillou. Warum? Nun, du kannst nicht im Bademantel los. Caillou und Leo hatten viel Spaß beim gemeinsamen Spielen im Park. Leo brachte seinen grünen Lieblings-LKW mit, um ihn Caillou zu zeigen. Wow, Leo, dein LKW ist so cool.
Morgen können wir ein Rennen machen. Okay, aber meiner ist am schnellsten. Das werden wir sehen. Zeit zum Gehen, Caio. Aber ich will nicht gehen. Wir spielen mit Leos LKW. Ihr könnt weiterspielen, wenn wir morgen wiederkommen. Gut. Sehen uns morgen, Leo. Tschüss, Caio. Am nächsten Tag freute sich Caio aufs Spielen mit den LKWs mit Leo im Park. Er sprang aus dem Bett und machte sich so schnell er konnte fertig. Mama! Caio hatte überall am Körper kleine rote Punkte. Er wusste nicht, warum sie da waren, aber sie juckten fürchterlich. Mama! Oh nein, sieht aus, als hättest du Windpocken. Windpocken? Das sind nur kleine juckende Flecken, keine Sorge. Aber du darfst sie bloß nicht kratzen, sonst wird es schlimmer. Ich lass dir ein Bad ein und dann wird es besser. Während Mama ein Bad einließ, betrachtete sich Caio im Spiegel. Er probierte, seine roten Flecken zu zählen. Dein Bad ist fertig. Caio sollte nicht kratzen, aber er musste einfach. Caio, nicht kratzen. Aber es juckt so, Mama. Wenn du nicht kratzt und viele Bäder nimmst, verschwinden die Flecken schneller. In der Badewanne juckte es Caio nicht mehr so doll und mit Entchenspielen half ihm, sich abzulenken. Quack, quack. Wie geht es dir da drin, Caio? Ich glaube, ich kann jetzt raus und mit Leo spielen gehen. Es juckt auch gar nicht mehr. Tut mir leid, Caio, aber heute musst du zu Hause bleiben und dich ausruhen, weil du eben krank bist. Caio war sehr traurig, dass er nicht mit Leo und den LKWs spielen konnte. Schließlich juckte es ihn nicht mehr. Du kannst leider nicht mit Leo spielen gehen, solange du noch ansteckend bist. Caio wollte Leo nicht anstecken, deswegen hörte er auf Mama und legte sich ins Bett. Caio langweilte sich, während er darauf wartete, dass die Flecken verschwanden. Es fiel ihm sehr schwer, sich nicht zu kratzen. Es juckte so doll. Caio, kratzt du dich da? Ich kann nicht anders, Mama. Es juckt so. Ich habe hier eine Spezialcreme. Mama, das kitzelt. Als Mama fertig war, holte sie Sticker heraus. Wofür sind die Sticker? Guck mal hierher. Mama klebte die roten Punkte an Caios Dinosaurier. Mein Dino hat ja auch Windpocken. Bald fühlen Dino und ich uns viel besser. Dann spiele ich wieder mit Leo. Am nächsten Morgen schaute Caio in den Spiegel. Seine Flecken wurden endlich blasser. Mama, guck mal! Super, Caio, du bist ganz bald gesund. Caio zeigte Mama, dass sein Dinosaurier auch weniger Flecken hatte. Können Dino und ich jetzt draußen spielen? Ich will Leo den LKW zeigen. Noch nicht, Caio. Du musst warten, bis die Windpocken auch ganz verschwunden sind. Oh! Am nächsten Tag waren alle Flecken verschwunden. Er nahm seinen Dinosaurier und seinen LKW und erzählte allen die guten Neuigkeiten. Mama, Papa, schaut! Tada! Alle Flecken von dir und Dino sind ja weg. Ja, kann ich draußen spielen? Ja, Caio, nach dem Frühstück. Wächst du bitte Rosi für mich auf? Rosi, rat mal! Meine Flecken sind alle weg und jetzt können wir... Jetzt war das arme Gesicht von Rosi voll mit Flecken. Windflecken! Mama, komm schnell! Caio wusste sofort, was mit Rosi los war. Schau, Mama, jetzt hat Rosi Windpocken. Keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Willst du denn nicht in den Park, um mit Leo zu spielen? Nicht heute. Dr. Caio muss sich um Rosi kümmern. Hier,
Wenn du Bäder nimmst und nicht kratzt, dann gehen alle Flecken weg. So wie bei Dino und mir. Rosie wusste, dass es ihr schnell besser gehen würde, solange Dr. Caillou sich um sie kümmerte. Okay, Caillou, lass uns links abbiegen und zurück nach Hause fahren. Machen wir. Hey, Papa, Radrennen! Vorsichtig, Caillou, dort wird es etwas uneben. Was? Caillou! Hi Caillou, ich bin Dr. Nguyen. Wir machen eine Röntgenaufnahme von deinem Arm, okay? Nun, Caillou, dein Arm ist leider gebrochen. Wir müssen ihn für 6 Wochen eingipsen. 6 Wochen? Nun, ich wickle ein paar Lagen zum Polstern um deinen Arm, damit dir der Gips dann später nicht wehtut. Jetzt halt bitte sehr still, bis es getrocknet ist, okay, Caillou? Ansonsten klappt's nicht. Das ist so schwer und seltsam. Es wird sich für ein paar Tage seltsam anfühlen. Aber ich fürchte, das ist das Einzige, was deinem Arm helfen wird. Sturz gehört und sind hier, um dich abzulenken. Ja, Caillou, guck dir mal den coolen Kram an. Hier sind Filzstifte, Glitzer, Buntstifte und noch mehr. Wow, danke schön. Kommt rein. Wer will als Erster? Oh, ich will. Schon viel besser, so gut wie der Gips aussieht. Danke. Ich wünschte, ich hätte einen Gips.
Brumm! Kapitän Rosi, sollen wir höher fliegen, näher zu den Sternen? Sollen wir höher? Kapitän Rosi, kannst du mich hören? Komm schon, Rosi. Du wolltest mit mir fliegen und mein Co-Pilot sein. Angst. Vom Fliegen? Oh, das wird gut, Rosi. Das wird gar nicht schlimm. Miss Rosi, wir sind dann soweit. Wird schon, Rosi. Schon okay. Ich komm mit dir. Darf ich? Das ist eine gute Idee. Hüpf hier herauf, Miss Rosi. Dr. Josef ist gleich hier. Nein! Das erste Mal, als ich hier war, hatte ich auch Angst, du. Ich hatte sogar Angst vor der Maske vom Zahnarzt. Aber viele tragen Masken. Genauso. Cowboys, Feuerwehrleute und Zahnärzte tragen Masken. Rosi will auch. Hier kommt sie, Captain Rosi. Piloten tragen auch Masken, damit sie mit ihren Co-Piloten reden können. Hören Sie mich, Captain Rosi? Guck, Masken helfen bei der Arbeit. Aber... Geist! Oh, sorry, Rosi. Ich wollte nicht lachen. Das sieht recht gruselig aus, ist aber nur ein Kittel. Eine Zahnarztuniform. Du hast ja sehr schöne Zähne, Miss Rosi. Ich denke, wenn... Alles gut, Caillou? Caillou, lustig. Doch nicht gruselig. Aber weißt du auch, was das Beste am Zahnarzt ist? Was? Zahnärzte lassen deine Zähne scheinen. Schein! Wie Sterne! Oh. Na hallo, Rosi! Ich glaube, es hilft, wenn Sie sie Captain Rosi nennen. Guter Tipp. Nun, Captain Rosi, bereit zum Abheben? Ja! Scheiße!